Hey YouTube, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Also weiteren Folge, ewig lange ist her. Rust! Es geht vielleicht weiter. Mal gucken, wie ich mich anstellen werde. Denn irgendwie habe ich keine Ahnung mehr. Ich hatte vorhin die Ahnung und ich habe jetzt auch keine Ahnung, wie das Spiel eigentlich funktioniert. Ich habe mir jetzt einen Server ausgesucht, der jetzt nicht ganz so extrem besucht ist, gell? Damit ich hier ein bisschen was aufbauen kann. Also ich weiß jetzt nicht, gerade momentan, es ist auch ziemlich früh. Sind nicht viele Spieler online. Und ich hoffe halt, dass das jetzt nicht so extrem wird dann. Dass das so ein übertrieben voller Server wird. Es müssen schon ein paar Spieler oben sein, das ist ja wichtig. Aber es muss jetzt nicht so extrem voll sein, oder? Ich meine, ganz ehrlich, bin ein Noob in dem Game, ich habe überhaupt keine Ahnung. Es wird dauernd über meine Basen geredet, wo jeder einbrechen kann. Weil ich keine Ahnung habe, wie ich die am besten baue. Und ich informiere mich auch nicht. Ich bin ja selber schuld. Ist ja so. Ich informiere mich kein Stück. Ich habe komplett, das ist das komplette Spiel. Ich habe keine Ahnung mehr, wie irgendwas hier funktioniert. Ich weiß, ich brauche Holz und Stein, damit ich mal, glaube ich, mal eine Steinaxt oder so craften kann. Eine Spitzhacke und. Ich weiß ja auch nicht, was Neues dazukommen ist. Keine Ahnung. Und irgendwie, weiß nicht, ich finde auch keine anderen neuen Spiele, die mich so jetzt interessieren würden. Ich habe schon jetzt geguckt in letzter Zeit, aber ich finde irgendwie nichts, was mich jetzt so richtig flashen würde, was ich jetzt Bock drauf hätte zum Zocken. Deshalb hole ich wieder den alten Kram raus. Und Rust ist ja ein geiles Spiel, kann man ja nichts sagen. Ne? Aber mich hat es halt immer anzipft, wenn ich dann so einiges habe. Dann haben die meine Base übernommen und dann haben die auch noch eine Tür platziert. Und ich konnte dann gar nichts mehr machen. Also, da habe ich zu wenig Ahnung von dem Game. Das wird sich auch lange nicht ändern. Bevor ich mich mal informiere, dann, keine Ahnung. Ich gucke ja auch selbst keine Rust-Videos und so. Deshalb bin ich immer sehr uninformiert. Ist das richtig jetzt? Oh Gott. Warte mal, war das ein Stein zum Aufheben? Das ist kein Stein, aber das war zum Aufheben gut. Oh! Heftig, ich habe kein Pixel-Ding drin. Upsi. Man sieht hier die komplette Nacktheit von mir. Das ist, ja, wenn man es kann, dann macht man das auch, oder? Ich weiß nicht. Ach, den können wir zerkloppen. Greift das wieder nicht. Man sieht ihn da. Das wollte gerade sagen, hoffentlich sieht man mein Zug nicht, aber man kann ihn sehen. Ich habe hier komplett den Nacktheit an. Aber ganz schnell eine Hose. Warte mal, kurz auf die Karte gucken. Wie war Karte nochmal? Ich weiß nicht mehr. Also. Wir haben irgendwo im Nirgendwo. Da könnte man was finden. Bin ich jetzt richtig überhaupt? Noch ein bisschen Holz mitnehmen, ist nie verkehrt. Wie war eigentlich craften?
Mein Stein, ich liebe meinen Stein. Das ist mein Stein und nur meiner. Ach Gott, immer da drauf jumpen. Hier könnte man gut was finden, oder? Packen wir den Stein weg. So. Wichtig, ich brauche jetzt mal Kleidung, ne? Und Werkzeug. Mal nackt herumrennen und essen. Und trinken. Ich brauche so viel. Ich brauche alles eigentlich. Gut. Bitte nicht auf den Zumpf schauen. Ich muss das schnell wegmachen hier. Optionen. Bei Interface. Wo war denn das? Bildschirm, Grafik. Was, bei Grafik war es doch nicht, oder? Irgendwas vielleicht. Bildeffekte kann es nicht gewesen sein. Nacktheit. So. Ja, gut. Dann können wir auch normal ins Inventar. So, wir craften uns das und wir craften uns das. Es dauert noch. Die Dinger kriege ich nicht auf, glaube ich. So, offen. Hier ist vielleicht irgendwas zum Reingucken. Nein. Ich würde hier gerne ran. Keine Ahnung wo. Da, das kriege ich auf. Mit Axt vielleicht besser. Oh, eine Gitarre, geil. Aber da oben komme ich wieder nicht rein. Mal dahin. Das ist nix. Ich habe vergessen, wie man spielt. Okay, mal auf mit der Shit. Das ist Blödsinn. Aber ich find's geil. Sag mal. Ich kann echt was zum Essen brauchen. Essen habe ich ja ein bisschen. Kleidung kann ich brauchen. Hier gibt's wieder nichts für mich zum Looten.
Ich glaube, ich muss weiter. Denke, ich werde hier nichts Gutes bekommen. Wow. Da geht's nicht rein. Da gibt's dann gar nichts für mich, oder? Oh ja, hier oben vielleicht. Nein, da oben ist auch nichts. Jetzt hin. Da ist ein Containerofen, da könnte man reingucken. Da habe ich auch was zum Reingucken. Unten vielleicht? Komm ich hier rein? Nee. Ist echt so, wenn ich ein Spiel lang nicht spiele, ich habe alles komplett vergessen und. Weiß nicht. So als wäre es für mich ein neues Game. Das ist echt schlimm mit mir, aber da kann ich nichts dafür. Das bin halt ich. Das ist nix. Okay, ja, ich hab's gecheckt. Mach die Türe auf. Hier ist nichts drin. Das ist super. Voll die Verarsche gewesen. Also, warte mal, hier gibt's keine Leiter hoch. Ich bin am Verhungern auch noch. Na super. Nein, warte, wie war denn das? Oh. Wo gehen wir jetzt hin? Das ist die Frage. So, wir sind hier. Verlassene Hütte, das ist immer so horrormäßig Ding. Aber da könnte man hingucken, ist halt nah. Warte mal, ist das Gebiet nicht radioaktiv? Ja, wir hauen ab. Die Kleidung, die killt mich sonst. Ich habe keine Kleidung an. Ich muss noch irgendwas finden, um Kleidung herzustellen. Ich weiß nicht mehr, was das war. Oh ne, ein Schwein, das wird mich voll töten. Also ich kann, ein Hammer, toll. Wow. Ich bringe einen Hammer hin. Wow. Sonst aber Waffen kriege ich nicht hin. Oh. Was war das?
Fernglas, ja supi. Kannst du auf einmal in die Ferne schauen und nichts ist. Boah, Kleidung wäre echt sexuell irgendwie. Kleidung und Nahrung. Ey, der Schatten spinnt ein bisschen. Hier hängt doch Kleidung, nimm sie dir. Oh, siehst du? Ich hab Kleidung! Jetzt hatte ich das, was ich vorhin aufgehoben habe, aber ich habe Kleidung gesehen. Die Sicherung. Geil, Alter. So, wo gehen wir jetzt hin? Wir machen nichts anderes als ein bisschen wandern die ganze Zeit. Straße? Straße? Essen brauche ich unbedingt. Das muss doch noch irgendwo so kleine Stationen geben, oder? Essen rausholen kann. Ein Huhn! Hühner. So. Warte mal, mit der Axt, glaube ich, wäre es besser. Los. Oh, du hast ein böses Huhn, ja, ein böses Huhn. Gut, wir haben jetzt da. Knochen, wir haben hier ein bisschen Stoff. Wir haben hier ein bisschen Fleisch. Lagerfeuer. Kann ich kein Lagerfeuer machen? Brauche ich vielleicht einen Hammer als erster? Ein totes Huhn. So, wir haben noch mehr Stoff. So, wenn ich den Hammer in die Hand nehme, kann ich aber, glaube ich, nichts. Ich weiß nicht mehr, wie das war. Nee, der Hammer ist einfach nur. Ah, hier. Ja gut, da könnte ich mir eine Base bauen. Aber will ich hier oben eine Base haben, wo nichts ist? Glaube ich nicht. Aber wieso kann ich mir kein Lagerfeuer bauen? Ich habe das Spiel komplett vergessen. Ist echt schlimm mit mir. Oh, das sieht aus, als wäre hier eine Mine drunter, oder? Feldformation. Aber wir könnten uns ja hier in den Felsen was reinbauen. Weil den kriegst du ja nicht weg, hart.
Aber ich glaube, hier kann ich auch nicht bauen, oder? So, warte, wie war denn das? Achso, genau. Fundament brauchen wir natürlich als erstes. Ich glaube, hier ist bauen. Ich glaube, das mögliche. Tatsache ist möglich. Wieder nicht. Eine kleine Hütte. Das reicht doch vollkommen, oder? Hier. Hinten ein Eingang. Hey, ich hab's. Die war drehen? Die war drehen? Ja. Eingang hier. Einfach nur. Oh, das ging sogar. Und jetzt noch das Dach. Boden. Wand. Jedes Dach ist doch Blödsinn. Ist doch ein Blödsinn. Da kommt ja jeder rein. Ich glaube, ich war scheiße. Und das Abbauen, ich habe vergessen, wie man abbaut. Ah, wie kann ich denn das? Ich glaube, ich habe scheiße gebaut. Es ist dumm. Dumm war das. Oh, wir lassen das so. Scheiß drauf. Das Tarnmodus aktiviert, okay? Weil hier kommt ja keiner rein, oder? Kann mal keiner erzählen. Also wie war Türbahn? Wie konnte man Türen bauen? War das hier auch? Ich glaube nicht. Aha. Natürlich kriege ich ein Lagerfeuer hin. Kostet 100 Holz. Konstrukte. Warte, da. Ja. Herstellen. Ich habe aber keinen Platz für das. Das könnten wir ja irgendwie. Platzieren, hm? Einfach so. Hat Spaß macht. Keine Ahnung. So ist Lagerfeuer. Lagerfeuer kommt hier hin. Hier unten. Öffnen. Dann kommt Fleisch nicht auf den Boden, bitte. So. Einschalten. Ah, ich stehe voll in Flammen. Heftig, deftig. So, mir ist vollkommen klar, dass hier jeder einfach so rein oder rausgehen kann, wie er möchte. Weil ich eben keine Ahnung habe, ne? Na gut, wir haben ein bisschen Fleisch. Kann ich das von hier aus erweisen? Nee. So, ja, ist abschließen. Rot ist abgeschlossen, gell? Aufschließen. Ja, genau. Opa. Gut, dann brauchen wir noch
Kuh ist das. Ah, okay, so. Gegen. Abstag. Ich will aber gleich ein Bett haben. Moment, ich muss den Schlafsack Stoff 30, okay. Auf Metallfragmente. Oh, ja, das ist heftig. Stoff, aber ich brauche eine Kiste oder so. Eine Holzkiste machen wir. Dann platzieren wir den Sheet, den ich hier einfach habe. Nehmen wir einfach hier. Also die Base ist schnell. Ja. Ja, klar. Wahnsinnig bar. Das ist nie für solche Spiele gedacht. Ah, die Holzkiste. Was, für die baue ich auch noch ein Schloss. Dann tun wir rein. Hier, 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 hier. Tun wir mal den ganzen Schrott rein. Haselnüsse. Ja, Steine lasse ich jetzt bei mir. Das brauchen wir gerade nicht mit. Stoff lasse ich auch bei mir. Das Essen lasse ich auch bei mir. Steine und so kommt ja. Ah, das habe ich ganz vergessen. Das brauchst du. Das ist ja ganz wichtig. Ja, ist abgeschlossen. Ich von da oben auch ran? Ne, muss ich mal wieder runter. Okay. Oh ne, eins ist verbrannt. Ich brauche ja auch so. Ich glaube, ich brauche Holz. Noch mehr Holz. Hier. Das ist echt viel. Ach, meine Base hat voll den Tarnmodus, ne? Wenn ich das alles auf Stein aufwerte, komplett getarnt hier. Ich glaube, so weit am Rand geht ja keiner spazieren, weil hier einfach nichts ist. Oh. Da hinten ist eine Wand. Man kommt hier nicht durch, das muss ich schauen, vielleicht muss ich das noch zumachen. Man kommt aber eh nicht durch. Sollte passen eigentlich. Noch ein Schloss. Ah, nein. Hier, hier. Holz. Ein bisschen Stein, damit die Base geschlossen ist. Auch aber trotzdem noch im Bett. Und Stein und Holz wieder.
Oh nein. Scheiße. Egal, wir müssen Stein holen. Oh. Hat das Pferd sogar? Heftig. Kann ich da drauf mal? Wo ist denn das Lauf-Ding? Jetzt finde ich aber nirgends wo Stein, wetten? Oh, Pilze. Mehr Pilze, geilo. Alles essen. Brauche ich aber Stein. Ich muss mir noch eine Axt machen. Ich will sie mich auch gleich aufwerten, die Base, wisst ihr? Aber als erstes muss ich mein Bett machen. Das ist wichtiger, glaube ich. Wie gesagt, der Server ist eh nicht so gut besucht. Das heißt, die Chance ist ziemlich gering, dass ich jetzt gleich am Anfang überfallen werde, dass bei mir eingebrochen wird und so. Also, ich habe das doch mit Köpfchen ausgesucht, den Server. So ist ja nicht. Es ist jetzt nicht so. Hoffentlich so ein Lusho-Server, wo keiner oben ist. Oder wo fast nie einer oben ist. Aber ich möchte auch jetzt keinen Server haben, der so enorm voll ist, ne? Weil dann kann ich einfach nicht aufbauen. Also ganz genau, ich bin 2 Stunden offline und das ist, die Base ist leer. Also jetzt gibt es bei mir eh noch nichts zu holen, aber trotzdem. Schön da, ja. Da holen wir auch noch was. Ein hochwertiges Metall habe ich auch schon, ja, super. Ey, der Schatten triggert mich ein bisschen. Das ist heftig, wenn das so herumflackert. Da muss ich noch was umstellen. Ah, hier.
Hallo. Ich glaube, Stein haben wir jetzt eigentlich ziemlich gut. Wir könnten. Stoff habe ich auch genug. Ich werde mal heimgehen und schauen, ob ich mit den ganzen Teilen, die ich habe, mir Grundbett craften kann. Bett wäre mir halt lieber als wie ein Schlafsack, weil ich glaube, Schlafsack kannst du nur einmal verwenden und dann ist es futsch. Aber wenn es nicht anders möglich ist, dann mache ich logischerweise einen Schlafsack. Geht ja nicht anders. Und die Base muss ich auch noch aufwerten. Heftiges Zeug hier. Gleich auf Stein aufwerten, oder? Oh, da warte, da ist noch ein bisschen Stoff. Auch Stoff. Voll getarnt, man würde es nicht checken, oder? Vielleicht Leute, die vorbeilaufen, sehen das nicht gleich, oder? Ja, das sieht man doch gleich, aber egal. So, Crafting. Suchbett. Ich weiß nämlich nicht, was man braucht. Noch gesperrt, weil ich keinen Bauplan habe, oder? Stufe 1, Werkbank erforderlich. Aha! Aber Stoff, Metallfragmente, habe ich locker keine 100. Nähzeug 2, gar nicht haben. Metallfragmente habe ich. Metallschrott. Metallfragmente. Allerz. Gut, es wird ein Schlafsack. Es wird ein Schlafsack. Ja, ein Schlafsack wird's. Besser als gar nichts. Gut. Nehmen wir mal den Hammer in die Hand. Ich schon mal aufwerten hier. An, ja. Oh, warte mal, jetzt ist das die. Fuck, was war denn die sanfte Seite da, die weiche Seite? Was ist die weiche Seite? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht mehr, was die weiche Seite ist. Ist das die weiche Seite? Weil die sieht weich aus. Die sieht robuster aus. So, oder? Die weiche Seite ist die schwammige Seite. Kann das sein? So, hier unten reicht es aber nicht mehr. Da müssen wir Holz nutzen jetzt. Gar nichts mehr möglich. Scheiße. Penne ich jetzt? Penne mal hier? Oder pennen wir hier unten, wenn es geht? Ja. Na scheiß drauf, wir pennen einfach hier. Und aus. Oh, Bett. Wird das jetzt anzeigt auf der Karte auch? Nee, gell? Ja. Alles komplett vergessen. Gegenstände, Ressourcen, Kleidung, Werkzeug. Erste Hilfe, Waffen, Munition, Elektrik, Spaß. Böllerkette. Notiz. Das wäre bei Konstrukt. Gegenstände. Werkbank Stufe 1, 500 Holz, Metallfragmente und Metallschrott auch. Das hier. Schmelzofen, Stein 200, Holz 100 und einfacher Kraftstoff 50. Ich habe zwar einfach einen Kraftstoff anhängen, da ist nichts drin. Okay, dann müssen wir Kraftstoff holen. Geht ja nicht anders. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein und immer brave sein. Tschüssi.